Unsere gute Nachricht des Tages kommt an diesem Morgen aus der Charité in Berlin, denn dort ist es einem Ärzteteam schon zum zweiten Mal gelungen, einen Patienten zu heilen, der sowohl an AIDS als auch an Leukämie erkrankt war. Die Geschichte des als The Berlin Patient bekannt gewordenen Gehalten, die ging 2008 um die Welt. Und auch in diesem aktuellen Fall bei einem 60-Jährigen, der seit Jahren an den gleichen Krankheiten litt, wurden Stammzellen einer gesunden Person auf ihn übertragen. Das Immunsystem des Patienten wurde damit praktisch ausgetauscht. Heilungen einer HIV-Infektion sind extrem selten. 90.000 Menschen in Deutschland leiden ja an dieser Immunschwäche.